Moin, sind ihr Füchse da draußen, willkommen zu Kim Foxbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Elder Scrolls Online Morrowind. Ey, es war knapp, ich wollte schon Zelda sagen, du läuft. So, im letzten Part haben wir ein bisschen mit Serien gesprochen und es ging nur darum, wir müssen gleich da rein und mit dem Rad schnacken, aber ich selber darf nicht mit dem Rad schnacken, sondern nur sie. Ich muss sie aber unterstützen, indem ich wahrscheinlich diese Schriftrollen dann in den passenden Momenten hochhalte. Sie soll uns jetzt noch gerade einmal sagen, wann wir denn da welche Schriftrolle hochhalten müssen, deswegen schnacken wir eben nochmal kurz mit ihr. Die Weissagerin kehrte aus der Kaverne der Fleischgewordenen Hatten wir. Das hatten wir auch schon. Ach, Problem hatten wir. Das hatten wir. Da ihr waren wir jetzt. Mit den Fleischgewordenen gesprochen, nicht ich. Ich bin mit ihren Geschichten vertraut. Aber ich werde Hilfe brauchen, um die richtigen Argumente zu finden, die wir Chodalas Ansprüchen entgegenhalten können. Ich finde es schrecklich, mich so gegen meinen Bruder stellen zu müssen. Doch ich sehe einfach keinen anderen Weg. Okay. Wann soll ich euch die Schriftrolle des Fleischgewordenen Ranzo geben? Der Fleischgewordene Ranzo war stark und mächtig. Er dachte, Stärke allein würde reichen, um die Aschländer zu einen. Er ist gescheitert. Wenn Chodala seine Macht anpreist, werden wir diese Schriftrolle als traurige Mahnung heranziehen. Okay, also sobald irgendwas mit Macht kommt. Wann soll ich euch die Schriftrolle des Fleischgewordenen Aduri geben? Die Fleischgewordene Aduri war eine Vorkämpferin meines Volks. Sie verteidigte uns gegen die größten Bedrohungen. Doch als sie sich in den Krieg nur um des Krieges willen verliebte, bewies sie so, dass sie nicht der Nerevarine war. Wenn Chodala verkündet, dass Krieg die Antwort ist, übergebt ihr mir diese Schriftrolle. Okay. Und wann soll ich euch die Schriftrolle des fleischgewordenen Danaat geben? Der fleischgewordene Danaat dachte, sein Weg wäre der beste. Er lehnte den Rat der Weissagerinnen und der Ashkane ab. So etwas würde Nereva niemals tun. Wenn Chodala verkündet, dass er es besser weiß als alle anderen, dann verwenden wir diese Schriftrolle. Okay. Na gut, dann lasst uns also gehen und den Anspruch eures Bruders in Frage stellen, ne? Trefft mich drin. Betretet Sky. Ja, geht los, du, wie so unterwegs. So, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt keine Kacke gleich baue. Also, wir merken uns nochmal. Ranzo irgendwie bei Stärke. Danaat war jetzt das Letzte. Das machen wir irgendwas mit, wenn er meint, ich weiß alles besser. Und die andere habe ich schon wieder vergessen. Uri, Aduri oder so. Das machen wir dann, wenn irgendwas kommt mit Krieg oder so. Das wird schon. Das wird schon werden. Ich habe ein gutes Gefühl. So, Ska. Einst regierte die mächtigen und riesigen Kaiserkrebse ganz Wardenfell. Doch sie entsagten göttlichen Bestrebungen zugunsten weltlicher Erfüllung und was ist denn heute los? Und wurden zu den heute bekannten Schlammkrabben herabgewürdigt. Ah, da kommen die Schlammkrebs, also die Mudkrebs her. Unterscheiden wir uns denn so sehr von ihnen? Das ist die Frage, ne? So toll eigentlich nicht. So, dann helfen wir mal. Müssen wir diese Posse fortsetzen? Es ist eindeutig, dass ich der Nerevarine bin. Jemand ist vorgetreten und stellt euren Anspruch in Frage, Chodala. Serin, ich bin enttäuscht von dir, liebe Schwester. Genug. Ich höre mir eure Argumente an und fälle dann eine Entscheidung. Los geht's! Okay, Selbst der Fremdländer erkennt, dass ich der mächtigste Ashkan bin. Meine Stärke allein weist mich als Nerevarine aus. Okay, jetzt geht's zur Stärke. Chodala nennt seine große Stärke als Beweis für seinen Anspruch. Gebt mir die Schriftrolle, die eben diese Eigenschaft des Nerevarine in Frage stellt. Das war Ranzo. Vielleicht wäre das die Schriftrolle von Auduri. Nee, Ranzo. Probiert's mit der Schriftrolle des fleischgewordenen Ranzo. Ja, das ist ein stimmiges Argument. Leb wohl. Fleischgewordener erscheint! Als Krieger und Ashkan war ich der mächtigste meiner Generation. Doch trotz all meiner Stärke habe ich mein Volk enttäuscht. Folgt nicht meinem Beispiel. Die treulosen, dreisten Häuser bedrohen unser Land. Doch ich werde uns in die Schlacht und zum Sieg über sie führen. Okay, jetzt kommt das Kriegsargument. Das ist wesentlich nervenaufreibender, als ich gedacht hätte. Welche Schriftrolle würdet ihr empfehlen, um dieses Argument zu kontern? Krieg war Aduri. Die Schriftrolle des Fleischgewordenen Danaat? Nee, Fleischgewordenen Aduri. Das hört sich sinnvoll an. Ich werde es versuchen. Los geht's. Fleischgewordener erscheint! Ich dachte, der Pfad der Nerevarine wäre ein Pfad des Blutes und der Schlacht. Doch meine Liebe zum Krieg war mein Untergang.
Krieg ist nicht der Weg. Diese gescheiterten Fleischgewordenen beweisen gar nichts. Ich brauche nur meinen eigenen Rat, so wie es mir als Neribarine zusteht. Gut, da habe ich auch noch was Passendes für dich, warte. Ich glaube, es klappt. Noch eine letzte große Anstrengung und dann sollte es geschafft sein. Ja, dann nehmen wir doch mal die Schriftrolle des Fleischgewordenen Danat, ne? Das sollte seine Annahme widerlegen. Natürlich. Mal sehen, was geschieht. Jo, hau rein. Fleischgewordener erscheint! Ich wollte den Rat der Weissagerinnen und Ashkane nicht annehmen. Ich dachte, ich wüsste alles. Doch ich wusste nichts. Das ist nicht der Weg des Nerevarina. Seren und der Fremdländer. Ihre Argumente überzeugen. Shodala, wir verweigern euren Anspruch. Ihr seid nicht der Nerevarine. Das beweist gar nichts. Seht, wie der Stab mich beschützt. Ich bin der Nerevarine. Rotexilanten, erschlagt die Ungläubigen. Oder, nein! Flankieren! Oh. Das kam jetzt etwas unerwartet. Wieso kann ich nicht angreifen? Es geht nicht. So. Jetzt aber. Ich muss erstmal noch ein bisschen Fleisch essen. Oh oh. So, wir müssen eben schnell mal auf den. Ah, ich wollte ausweichen, aber ich kann nicht so viel auf einmal drücken. Das kam jetzt sehr unerwartet. Ich war leicht überfordert, damit jetzt zu kämpfen. Okay, aber es lief. Wir haben es trotzdem überlebt. Dank. Sind da noch mehr? Okay, wir müssen uns noch um weitere kümmern. Njong. Solange ich dann auch weiß, dass gleich ein Kampf kommt, läuft das ja auch, ne? Dann läuft das ja auch. Gerade eben war nur echt ein bisschen kacke, muss ich sagen. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass hier jetzt ein Kampf kommt. Das hat mich doch ein bisschen, wie sagt man, überfordert, will ich mal meinen. So, noch mehr Rotexilianten. Auf der anderen Seite sind bestimmt auch noch welche. Oh, holy shit, irgendein dicker Riesenbalken. Das ist wohl die letzte. Feuer! Komm mal rein, du! Das klang irgendwie unangenehm. Kurz mal warten, bis sie da fertig ist, dann ansaugen. Ja, du lässt das mal schön sein hier. Boings. Ah, Feuer, Feuer. There we go. Schulterklappen. Okay, alles einsammeln und 266 Erfahrungspunkte und 13 Gold. Kennt man ja, jeder so ein Endboss hat immer nur so 13 Gold dabei, ne? So, folgt Serin. Wir folgen dem guten Mann oder der guten Dame jetzt erstmal. Die dann wiederum ihrem Bruder wahrscheinlich folgen wird. Das lief doch gut. Wir haben mit unseren Argumenten überzeugt und den Kampf überlebt. Das ist doch das Wichtigste. Wir sind nicht draufgegangen. Somit, es geht noch ein bisschen. Es geht noch so ein bisschen, muss man sagen. So, hier, komm. Lordi, 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 Lordi. Wo ist die gute Dame? Geht zu meiner Hütte und holt die Heilertasche sofort. Auf der Stelle, Weissagerin. Hm. Hier scheint auch ein bisschen. Ich hasse, was aus meinem Bruder geworden ist. Ich hasse das, ich hasse das auch. Sterblicher, ich will mit euch sprechen. Okay, Azura, hi! Shodala wurde als gescheiterter Nerevarine enttarnt. Aber das hält ihn nicht davon ab, seine rücksichtslosen Taten fortzusetzen. Solange er den Stab führt, ist er unaufhaltbar. Was sollen wir denn jetzt also tun? Die Zeit arbeitet gegen euch, Sterblicher. Schon jetzt wird Vivek, dieser wichtigtuerische Eindringling, immer schwächer. So sehr ich ihn auch verurteile, darf Vivek nicht Shodalas abscheulicher Magie anheimfallen. Hier ist eine andere Macht am Werk, die ich noch nicht so recht benennen kann. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Kehrt in die Stadt Vivek zurück.
Tut, was möglich ist, um Vivek zu helfen. Und gebt Acht auf mein treues Gefäß Serin. Ich nenne sie Champion des Monds und des Sterns. Sie wird bei der Beendigung des Sturmes ihres Bruders zur Gottheit eine entscheidende Rolle spielen, falls sie überlebt. Oh, das sind ja schöne Aussichten. Ich werde nach Vivek zurückkehren. Oh. Das war berauschend. Ja. Du, das glaube ich. Hauptsache, du hast Spaß gehabt, ne? Ich muss nach Vivek, du. Wir schnacken ein andermal weiter, ne? Ich hau erstmal ab. Dann erstmal zurück nach Vivek, meine Freunde. Hui! Hui! Man muss auch ein bisschen Spaß haben, ne? Komm, ein bisschen springen hier. Hallo. Auf nach Vivek. Wo müssen wir denn hin? Wieder ganz zurück zu ihm? Kehrt in Viveks Palast zurück. Ja, dann gehen wir hier hin. Schnacken wir mal wieder. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag, ne? Ein Besuch beim großen Oberfüß nach dem anderen hier. Das läuft. Das gute Vivek, ne? Im Original Morrowind raff ich hier nichts. Ich finde hier nichts. Ich musste viel googeln. Ich habe die Kriegergilde gesucht, die ist ja direkt beim ersten Quadrat sozusagen ganz oben drin. Ich wusste gar nicht, dass man so hoch kann. Es war Katastrophe. Inzwischen langsam kenne ich mich aber ein bisschen aus, muss ich sagen. Es wird besser. Es wird besser. Hallo, hallo. Priester wirken heute nervös. Na, was ist hier denn los? Was bist du denn für ein Wesen? Ach, du bist ein Spieler. Hallo. Diese Maske hat richtig gute Texturen. Ich hoffe, es ist ihm nicht unangenehm, dass ich so nah vor ihm stehe. So, Fürst Vivek, lass mal schnacken. Wenn ein Gott schwächer wird, leidet darunter auch seine Stadt. Ich weiß, dass mein Volk langsam Angst bekommt. Selbst der Erzkanoniker ist verstört. Doch die Energie, die mir noch bleibt, hält den Meteor am Himmel. Zumindest vorerst. Also welche Neuigkeiten bringen meine Augen und meine Ohren mir? Also die Frage ist ja, warum man überhaupt die Stadt hier noch behält, wenn da dieser Meteor über einem schwebt. Man kann ja auch sagen, komm Leute, ich halte ihn eben fest und ihr geht dann jetzt woanders hin und baut eine neue Stadt. Und wenn die dann hier weg ist, dann lassen wir den runterklötern, ne? Aber ist okay. Wir haben Chodala als Nevarine diskreditiert, aber er ist mit Sumara entkommen. Wie dieser Aschländer gelernt hat, sich auf Sotasils Werkzeug einzustimmen, entzieht sich meinem Verständnis. Und er wagt es, meine Macht einzusetzen. Doch ich weiß, eure Hilfe zu schätzen. Jeder Schlag und jede Parade bringt uns einen Schritt näher ans Ziel, diese Bedrohung zu beenden und meine Lebenskraft wiederherzustellen. Alles klar, du erstmal Quest abschließen, ne? Aufgrund von Fürst Viveks Zustand obliegt es uns, eine Lösung zu finden. Bumm, Stimmen der gescheiterten Fleischgewordenen. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Lass mich mal eben dieses neue Beinkleid anlegen. Das sah nämlich ganz nett aus. Bombs. So. Oh, jetzt haben wir so einen kleinen süßen Rock. Ist das nicht schnuckelig? So, nun reden wir mit ihm mal. Hallo? Fürst Vivek muss seine verbleibende Energie aufsparen. Daher müssen wir dieses Problem allein lösen. Es geht alles auf Chodala zurück. Dieser verdammte Aschländer entzieht dem Kriegerpoeten die Kraft. Wir müssen ihn aufhalten und diesen verdammten Stab besorgen. Ja, das ist der Plan, ne? Sundara macht Chodala unverwundbar. Wie umgehen wir den Stab? Woher soll ich das wissen? Das ist keine Fertigkeit, die das Tribunal lehrt. Kehr zu Barilsas Turm zurück und bring Sotasils ehemaligen Lehrling dazu, sich irgendeine Gegenmaßnahme zu überlegen. Ich bin mir sicher, dass er mehr weiß, als er euch gesagt hat. Aber ich hätte da eine Sorge. Och, nur eine Sorge, na dann mal los. Ihr könnt in mir lesen wie in einem Buch, Fremdländer. Ich mache mir mehr Sorgen, als eine Quama-Königin Eier legt. Ich rede von Chodalas Schwester. Serin meint, sie möchte uns helfen und dass sie Frieden will. Aber ich traue ihr nicht. Sucht Barilsa auf, aber hütet euch vor der Schwester des Aschländers. Okay, also ich habe eigentlich schon Vertrauen zu ihr, aber gut. Ich werde zu Barilsars Turm zurückkehren und herausfinden, ob er weiß, wie wir Chodalas Stab trotzen können. Wir müssen Chodala aufhalten. Und um das zu tun,
müssen wir einen Weg finden, das Gerät zu überwinden, das er mit sich führt. Findet Barilsar und sorgt dafür, dass dieser verrückte Magier uns mit etwas ausstattet, was wir benutzen können, um Fürst Vivek zu retten. Können wir sicher sein, dass der Stab notwendig ist, um Fürst Vivek zu retten? Ist der Bulle sicher, dass er auf die Kuh darf? Ja. Aber soweit man hört, ist Sunara in unseren Händen besser aufgehoben als in Chodalas. Das bleibt allerdings nur Wunschdenken, solange der Aschländer weiterhin für Angriffe unempfindlich ist. Warum vertraut ihr Serin nicht? Die Aschländerin? Nun, wenn euch das nicht als Grund reicht, dann denkt daran, dass sie Chodalas Schwester ist. Blut sinkt zu Blut, wie der Kriegerpoet es so elegant ausdrückte. Hütet euch vor ihr, Fremdländer. Sie wird euch hintergehen. Merkt euch meine Worte. Warum bedroht denn Viveks Zustand ganz Vardenfell? Vivek liebt dieses Land. Und das Land liebt im Gegenzug ihn. Er hatte schon immer eine besondere Verbindung zu Vardenfell. Ist es so schwer zu glauben, dass der Rote Berg sein Leiden widerspiegelt? Davon abgesehen gibt es da auch noch Bardau, den Meteor, der über uns schwebt. Erzähl mir mal mehr über Bardau. Ich find's insgesamt einfach auch noch etwas komisch, ne? Fürst Viveks Wirken hielt den Meteor davon ab, auf die Stadt zu stürzen. Er hält ihn durch reine Willensstärke über unseren Köpfen fest. Doch je schwächer er wird, desto schwächer wird auch die Kraft, die diesen Fels in der Luft hält. Wenn Viveks Energie noch weiter schwindet, könnte es zu einer Katastrophe kommen. Alles klar, dann bin ich mal lieber weg, bevor das passiert, ne? Haut rein, tschüss! So, kehr zu Barilsars Turm zurück. Da wollen wir mal, ne? Da wollen wir mal. Wo ist eigentlich dieser Komet? Da oben ist er. Und schwebt direkt über uns. Aber gut, wenn der jetzt runterklüttert, der ist ja nicht mehr mit Volldampf unterwegs. Der eiert ja nur noch ein bisschen da oben rum. Der würde jetzt hier so bams runterfallen und diese eine Insel hier so ein bisschen wegnehmen. Aber der Rest der Stadt würde doch überleben. Also, gut, dann schwappt das noch ein bisschen. Dann gibt es bestimmt noch ein bisschen Wasserprobleme und so. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass wir hier komplett draufgehen würden. So groß ist das Ding ja nicht mehr. Also, er ist insgesamt nicht so groß. Und er fällt dann ja auch nicht mehr mit voller Kraft. Oder hat er den in Momentum eingefroren und der schlägt dann immer noch so mit Volldampf auf, als wenn er immer noch aus dem All gefallen wäre. Dann wäre es vielleicht wirklich scheiße. Aber so, eben diese Insel hier evakuieren, das Ding runterklötern lassen, vorsichtig, kontrolliert, wegräumen und dann wieder aufbauen. Und es ist doch gut. Dann ist das doch gut. So, wo ist nun dieser Turm? Quests. Kehrt zum Turm zurück. Da. Nudurmantel, dann gehen wir erstmal hier hin. Der Wegschrein von Molagmar. Dann wollen wir mal wieder auf nach Molagmar. Und von hier aus wandern wir ein bisschen in diese Richtung mit unserem treuen Gefährten. Unserem Gua. Blub, 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 blub. Okay. Das ist ein bisschen zu viel Wasser für ihn. Das hat ihm nicht so gut gefallen. Ist aber okay. Ich glaube, so weit ist das eh nicht. Wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen nach da vorne. Und dann dürften wir auch gleich den Turm schon erreichen. Da ist er. Oh, das sieht ja nett aus. Oh, unser kleiner süßer Guan. Na, dann mal rein hier. Rein in den Turm. Die sogenannten Velotio-Türme wurden in der Frühzeit von den Chimer errichtet, als Morrowind unter dem Namen Rhaesdain bekannt war. Viele dieser abgelegenen Außenposten wurden von Eremiten, weiter weiß ich leider dann auch nicht. Oh, hübsche Dekoration hat er auf jeden Fall auch. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal drin in sein Labor. Ach ja, das war dieses Ding. Ist da oben jemand? Ich könnte hier unten ein wenig Hilfe gebrauchen. Wo bist du denn nun schon wieder? Das klingt wirklich nicht unbedingt gut, als hätte er sich mit irgendwelchen Geschmeiß eingelassen. Hallo, hallo. Gut, so.
Ja, Hart, wir hören dich doch krähen. Wir haben ja nur auf dich gewartet. Das ist ja so. Wir haben ja nur auf ihn gewartet. Ihr hört den Hahn krähen, ihr Lieben. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen, gemütlichen Break. Du, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.